Hallo, sehr schön, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia und heute gehen wir endlich noch einmal in den Wald in Richtung Origin-Siege und vor allem in Richtung Kratos. Schauen wir doch einfach mal, ob wir ihn heute antreffen können. Ja, wir verlassen den Ort. Haha, okay. Es könnte interessant werden. Nummer 2 ist heute auch nicht da, aber das sollte auch nicht so wild sein. Gehen wir mal wobei inzwischen ist es egal, ob wir die blaue Sephira noch haben oder nicht. Weil wir haben inzwischen mehr als genug Cash. Von daher mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen mehr. Ihr seht ja, wir haben noch 1,3 Millionen, das werden wir nicht mehr ausgeben. Von daher passt das. Ja, viel zu viel Geld habe ich abgefarmt. Viel zu viel Geld. Hätte ich mir doch ein bisschen Zeit ersparen können, sage ich mal. Wenn ich einfach nur ungefähr 600.000 oder sowas gefarmt hätte. Oder vorher einfach mal nachgeschaut hätte, wie viel ich tatsächlich brauche. Aber, ne. Nun denn, jedenfalls würde ich sagen, erkunden wir dieses wunderschöne Gebiet. Das ist vorhin, neigt sich ja auch wirklich dem Ende zu, ne? Viel mehr ist es nicht mehr. Viel ist es wirklich nicht mehr. Aber ich werde die... Oh, na komm. Sauber. Aber ich werde auf jeden Fall die weiteren Szenen und Story-Abschnitte genießen, weil je weiter das Spiel ist, das Symphonia wird auf jeden Fall immer besser, je länger es geht, meiner Meinung nach. Wenn nach und nach der Plot sich entfaltet, wir Sachen erfahren, dann wird es halt immer wieder, finde ich, gut. Es ist teilweise ein bisschen problematisch gewesen, anfangs, wo wirklich nicht so viel erklärt worden ist, wo wir dann die Situation hatten, ja, warum retten uns jetzt die Abtrünnigen, warum kämpfen jetzt wieder die Abtrünnigen? Yuen ist unser Verbündeter, Yuen ist unser Gegner, Yuen ist unser Verbündeter, Kratos ist unser Gegner. Es ging ja ständig hin und her, ne? Hat durchaus eine Weile gedauert, bis sich nach und nach alles aufgelöst hat. Und klar, man konnte einige Sachen zwischen den Zeilen schon mal lesen, es war aber schwer. Sowas wie das Kratos der Vater ist. Man hätte es vielleicht erahnen können, aber ich sage nicht, dass man das unbedingt bemerken müsste. Ne? Aber gut. Es sei dann schön, vielleicht denkt man dann beim nächsten Tales of Titel mehr so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, bei dem was passiert, ne? Um von Anfang an so ein bisschen zu schauen, wem man vertrauen kann und wen nicht. Finde ich doch ganz nice. Und ein Earthgame Level 4, was uns eigentlich auch nicht mehr interessiert, aber passt schon. Passt schon. So, du gehst mir auch was. Oh. Na, kannst du mal. Kannst du mal. Kannst du. Na, dann lass mich doch in Ruhe. Ah, nun gut. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Truhen. Eigentlich interessieren mich die Items nicht mehr so großartig, aber wenn ich eine Truhe noch sehe, dann nehme ich sie definitiv mit, ne? Ah, hey. Ich glaube, wir sind doch richtig abgebogen. Dann würde ich sagen, nehme ich den Savepoint doch auch kurz. Müsste auf jeden Fall richtig sein. Warum sollte hier sonst ein Savepoint liegen? Und dann wird es jetzt langsam epic. Oh ja. Kann es epischer werden als gegen Kuchinawa? Schauen wir mal, ne? Oh, ich bin falsch abgebogen. Noch ein Earthgame Level 4. Nice, ey. Jetzt werden wir so zugeschüttet vom Spiel, was Earthgames angeht. Das ist schon gar nicht mehr normal, ne? Gehe ich hier richtig? Das ist ein ganz schön langer Weg eigentlich. Sieht aber nicht so aus, um ehrlich zu sein. Aber da ist noch eine Truhe, gut. Ja, es gibt bestimmt auf VG Maps gibt es bestimmt ein paar Maps von den ganzen verschiedenen Arealen, sage ich mal. Aber naja, Gewand des Hexers. Ja, Intelligenz runter. Warum ist es das Gewand des Hexers, wenn es deine Intelligenz verringert? Das macht für mich nicht mal Sinn. Nee. Gewand des Hexers sollte eigentlich mehr Intelligenz haben, finde ich. Und da fällt mir auch ein, dass ich bald mal wieder Final Fantasy 14 spielen möchte. Ich vermisse das Spiel. Ich vermisse das Spiel wirklich, vor allem, weil jetzt gerade Final Fantasy 6 Thema ist. Übrigens wurde Kefka schon Day 1 besiegt, ne? War ich auch ein bisschen überrascht. Na komm. Day 1 Kefka platt gemacht. Während sie ein paar Wochen gebraucht haben bei Exdeath. Bei Exdeath haben sie wirklich länger gebraucht. Aber gut, genießen wir mal noch ein bisschen das Gebiet hier, ne? Das sieht wirklich wie ein echt schicker Wald aus. Ich mag es. Weiß ich, manchmal in so Videospielen, die halt JRPGs sind in der Fantasiewelt, macht so eine echte Welt sich doch ganz gut. Aber... So, you've come. Is there no other way? Are you still thinking like that? You'll die if you fight me with any doubt left in your heart. If you want the pact with Origin, then you must defeat me.
So, that's your way. Everyone, leave this to me. You're going to fight alone? Lloyd won't lose. Lloyd bears the weight of all the lives that you and Crucis sacrificed. Get ready! Okay. I'm not gonna hold back this time. I know. I won't either. Mm-hmm. Let's go. Gegen den Faller. Demon Fang. Aber wer macht das Ding? Na komm her. Nee. Komm her, Kratos. Ich glaube übrigens, ihr könnt in diesem... Ja, ihr könnt sogar Items benutzen, wenn ihr wolltet. Aber fairerweise werde ich es nicht tun. Keine Items. Oh, warum? Habe ich keinen... Doch, ich habe den Feenring. Ich hatte nur keine TP mehr. Okay. Okay, shit. Egal. Ich habe gesagt, gibt's nicht. Komm her. Boom. Komm, aufstehen. Ah, du willst nicht, ne? Na komm. Tu dir selbst eingefallen und geh schlafen. It's over. Vom Setting her, Oberepic, von der Schwierigkeit her, nicht so sehr. You've grown strong. Thanks to you. Aren't you going to finish me? Ja, musst du, huh? I've defeated Kratos, the angel, the one who betrayed us. And I forgive Kratos, the hero of the ancient war, who helped us. That's all. And I thought I'd finally earned the right to die. But you're as soft-hearted as ever. Hold on. You can't be... Are you going to break the seal? That is what you desire, is it not? But then you'll... Kratos! Don't worry, he's alive. I gave him some of my mana. Dad! Dass ausgerechnet Yuen ihn rettet, huh? Kratos! Are you really okay? Looks like I failed to die once more. You stupid jerk! You can die any time, but when you die, that's the end. You want him to live in eternal damnation? Who said anything like that? What will you accomplish by dying? Nothing. There is no meaning in dying. You're right. To think I had to have my son teach me such an obvious lesson. Kratos! Kratos will be fine. Form the pact with Origin. Darf Lloyd das diesmal machen? Stimmt, wir brauchten keinen Beschwörer. Nicht unbedingt, ha? Huh? Das ist Origin. You who lack the right. I have lost faith in all things. Have you come here to disappoint me as well? Origin, are you bound by a pact to Mythos? My pact with Mythos was broken the moment I was freed. Never again shall anyone make use of my power. Even if we make a vow, we need the Eternal Sword. I want to use the Eternal Sword to reunite the two worlds and revive the giant Carlon tree. Unless we do something, the worlds will never stop vying for mana and everyone will suffer. That situation was born from the weakness of creatures who are unable to accept those that are different. That may be true, but mistakes can be corrected. Some things cannot be corrected. Even so, we have to do everything we can. Exactly. I'm not gonna give up. From the moment they are born, everyone has the right to live. I want to reclaim that. Humans, elves, half-elves, dwarves, and even summon spirits. Everyone has a right to life. Origin. For almost an eternity, I thought that the only way to save this world was to cling to Mythos's ideals.
Just as you once agreed with Mythos's ideals, I too thought his was the only way. But Lloyd is different. He taught me that in order to change something, you must do it yourself. It is not enough to merely rely on someone else and go along with their ideals. You, who possess the right of summoning, Make your vow. Origin, then... I will try once more to believe in people. I shall do my duty in order to create a world you speak of. A world in which everyone can live equally. I, Sheena, have but one vow. To reclaim a world in which everyone can live freely. A world in which no life is sacrificed meaninglessly. That's all. Then we shall create a pact upon that vow. Now fight! Du willst kämpfen, huh? Genauso wie alle anderen Elementargeister dürfen wir wieder mal unsere Stärke beweisen. Okay, let's go. Boss time. Ah, wie viel kann Origin tatsächlich? Und vielleicht sollten wir auch ein Wasser des Lebens nehmen. Ich meine, dass der Kampf eigentlich... nicht Wasser des Lebens, sorry, ein magisches Auge. Ich glaube, dass der Kampf nicht so hardcore ist. Ihr seht schon, er hat 60.000. Können schlimmer sein, finde ich. Selbst die gute Rain geht schon voll auf Angriff, aber Origin beherrscht verschiedene Elemente, er ist gut im Nahkampf. Aber wenn ihr ihn ein bisschen mit Attacken spammt, dann sollte das eigentlich kein zu großes Problem sein. Ja, warum heilst du? Mach lieber einen effektiven Angriff. Oh, nee, weg. Oh, shit. Ja, die Attacke haut rein. Bams, schaut euch mal Sheena an. Oh, fuck. Ja, der Typ haut wirklich nicht so krass rein, also es geht durchaus. Komm her. Eis. Okay. Ist auch interessant, dass sie normalerweise selbst einen aussucht, wenn sie genug TP hat, um zu beschwören. Finde ich nice. Aber muss ich das nicht immer im Menü machen, ne? Ah, nee, komm her. Ich bin gerade gar nicht sicher. Das wird wahrscheinlich nichts. Schön nach oben ziehen. Ach, komm. Ja, komm. Wo ist ich? Earthbite? Weg. Weiß nicht wohin? Okay, gut gemacht. Sondern einfach weiter drauf. Dein Kraftschub sollte gleich durch sein. Danke. Oh, absolut ist schlimm. Ja, ich hasse absolut. Absolut ist schlimm. Das ist ein S-Zauber. Könnt ihr auch für Genius lernen. Ist ziemlich nice. Ist, glaube ich, Erde kombiniert mit... Wow. Ja. Weiß gar nicht, ob ich jetzt so overpowered bin, weil ich eben ein bisschen durch das Geldfarming gegrindet habe. Als Nebeneffekt, aber der tut mir wirklich nicht mehr so doll weh. Aber Abyssior war halt auch richtig hardcore, das darf man nicht vergessen. Ja, komm her. Wie viel hast du denn noch, mein Freund? Neue Fähigkeit, Dragon Rage. Ach komm, bring den um. Sauber. Epic Screen. Sehr epic. Spiegelring. Ich weiß gar nicht mehr, was der genau macht. Aber können wir auf jeden Fall mal nachschauen. Eben noch so ein schöner Grund, warum man nicht einfach Sheena und Lloyd kombiniert am Ende, ne? Also, dass man die Bindung zwischen den beiden gut aufbaut. Transform the Eternal Sword into a blade to save all life. However, the Eternal Sword remains, as by Mythos's pact, unusable by those who lack the blood of elves. You must master the sword by your own power and forge a new bond with it. Okay. Das heißt, wir haben zwar den Pakt, aber wir können das Schwert anscheinend noch nicht führen. Aber der gute Zelos hat uns ja eigentlich was Interessantes dafür gegeben, ne? Schauen wir mal noch, ob das irgendwie sinnvoll wird. Und jetzt kannst du auch noch Origin beschwören. Ein Diamant. Ich glaube, der Diamant steigert auch so ziemlich alle möglichen Statuswerte. Das können wir auch noch nachschauen. Ja. Was? Oh nee. Ist das der Ex-Vier von Mythos? Oh fuck. There's no time. I'll take your body. Er hat echt die ganze Zeit gelauert, ja. Genius, warum hast du das Ding nicht zerstört? He survived in the Crucius Crystal. Lloyd's body will be taken over unless we do something. Lloyd!
Ja, die Person, die ihr hier als beste Verbündete für Lloyd habt, wird das übernehmen. Also als wenn ich jetzt China hätte, wäre das jetzt China. Aber wenn sein Theme läuft, dann weiß man, dass die Kacke am Dampfen ist, ne? Oh shit. Das heißt, er will jetzt diese Welt quasi in Absturz. Oh nee. Der Turm des Heils wird jetzt auch auf Tefeala verschwinden, ne? Oder er regnet in Brocken vom Himmel. Das ist natürlich noch schlimmer. Oh shit. Das war das Elfendorf, ne? Aber sieht man, das ganze Land ist... Oh nee. The Tower of Salvation is collapsing. It's Mythos. He sealed off the route to Darris Carlon. Damn. We'll evacuate the elves for now. Ja, das ist wohl das Wichtigste, ne? Okay. Glücklicherweise sind wir aber direkt wieder im Dorf. Ah, und ihr seht schon, wir müssen ein bisschen die Leute evakuieren hier. Ah, shit. Ah, shit. Und da hängt doch einer. Mensch, dass der noch lebt. Komm schon, Leute. Sauber. Okay. Die Beine sind noch gut. Oh, es war knapp. Es erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy IX, wo man nach Bomezia geht. Aber gut, dazu kommen wir vielleicht noch. Vorher will ich ganz kurz, bevor wir hier durchgehen... Ja, ich weiß, wir haben die krasse Mucke und so. Lass mich nochmal den Diamanten kurz checken. Er steigert alles Mögliche, aber nicht Angriff. Oder, na, zumindest nicht so sehr wie das Kriegsamulett. Schauen wir erstmal hier. Ist der Oberhaupt noch hier? Ist er sogar. Mein Gott, wir retten sie. Mann, es ist doch egal. Eben. Na, also, echt mal. Ich meine, würde er sich jetzt echt krummstellen nach dem Motto, nee, ich lasse mich nicht von Menschen und Halbelfen retten? Na, nee, komm schon. Aber gut, den haben wir gerettet. Es gibt ja aber noch ein paar. Dramatische Mucke wird noch ein bisschen laufen. Erinnert mich aber auch ein bisschen an Silpadon in Grandia, wo man die Leute rettet, wo der gute Gaia oder der böse Gaia dann durch die Gebiete durchballert, ne? Dieser verdammte Bastard. Ja, stimmt, Colette ist jetzt erstmal weg, ne? Zum wievielten Mal. Aber wie gesagt, es ist die Person, die ihr halt, mit der ihr die beste Kombination habt. Das heißt, es könnte jetzt auch jemand anders sein, der hier entführt wird, wenn euch das lieber ist quasi. Also wenn ihr lieber eine andere gute Verbindung haben wollt und gut, da drin ist niemand. Okay. Ach, okay. Dann gehen wir noch hier rüber. Da wird noch einige wichtige Sachen hier geben. Aber schauen wir mal, wen können wir hier noch rausholen? Oh, er hat richtig gesessen. Scheiße, ey. Gut, hier ist niemand mehr, das ist schon mal fein. Je weniger wir evakuieren müssen, desto besser, ne? Zum Glück haben wir auch kein Zeitlimit, da ist das Spiel doch relativ nett. Aber hier haben wir was. Easy. Zersplittert wie in Grandia 2. Ja, ich bin wieder mit sehr vielen Anlehnungen unterwegs. Was war der letzte? Okay. Dann gehen wir lieber. Mensch, sieht das aus. Fuck, ey. Oh, könnte wirklich aus God of War kommen, diese Cutscene hier. Oh ja. Ah, der gute Blue Taro hat mir gerade gesagt, dass er sein Final Fantasy X zumindest fertig aufgenommen hat. Ich kann nur noch mal empfehlen, schaut da rein, schaut da rein, das EP ist gut.
Ah, Mensch. Der ist lila. Oh, so groß? It is the eternal sword that makes the impossible possible. It was hidden by the protective barrier projected from the Tower of Salvation, but it has always existed there for 4,000 years. Yes. And now Mythos, with the great seed in hand, is trying to leave this land and take Darius Carlon with him. Tabitha, you're feeling better? Yes. Wait a minute. Darius Carlon is a massive mana, and the great seed is the seed of the giant tree, right? If he takes both of them, what's gonna happen to this world? It will wither and die from mana deprivation. This is a much bigger problem than reuniting the world. What the hell are you guys talking about? Our friend just got kidnapped. What are we gonna do, Lloyd? What else? We're going after Mythos. But the Tower of Salvation was destroyed. Use the Eternal Sword. If you really made a pact with Origin, the sword will surely respond to you. With its power over time and space. But Altessa is not well enough to move. Who's going to craft the Ring of the Pact? Das ist wahr. Wer soll jetzt in der Lage sein, uns weiterzuhelfen und dieses Schwert zu schmieden, hä? Findet es auch beim nächsten Mal in Let's Play Tales of Symphonia. Ich bin Sion und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin. Why do you interfere? We both want the same thing. I just wanted to save the world and my sister. To have a world where no one will be persecuted.